Jochen, Glückwunsch zum Sieg. Der erste Sieg in dieser Oberliga-Saison. Wie hat es heute geklappt? Ja, wir hatten natürlich schon auch Glück und ich denke, wir haben uns den Sieg heute auch ein Stück weit durch das Kämpferische verdient, weil wir einfach die letzten Spiele schon eigentlich immer alles gegeben haben, uns nicht belohnt haben. Heute haben wir uns endlich belohnt und darüber sind wir alle glücklich. Und ich denke, das ist auch soweit verdient vom Spielverlauf her, weil die hatten Chancen, wir hatten Chancen, aber wir hatten deutlich mehr und deshalb müssen wir das Spiel heute einfach auf uns entscheiden. Du hast es in der PK angesprochen, du hast ein paar Veränderungen vornehmen müssen, die sich heute ausgezahlt haben. Kannst du mehr dazu sagen? Ja, müssen nicht. Das wäre so oder so heute gekommen. Heute hätten die jungen Spieler einfach auch mal ihre Chance gekriegt, weil so viele Chancen, wie wir die letzte Zeit verschossen haben, war klar, dass es jetzt irgendwann zum Wechsel kommen muss. Die haben ihre Chance genutzt und ich gehe davon aus, dass die jetzt die nächsten Wochen da auch im engeren Kader voll mit drin sind. Reutlingen hat ja immer den Anspruch, möglichst oben mitzuspielen. Was meinst du, wie ist diese Saison, was man diese Saison erwarten kann? Gut, wir dürfen nicht weiter denken wie bis zum nächsten Spiel. Ich denke, das hat die Vergangenheit gezeigt. Ziele und Träume zu haben ist das eine und das darf auch jeder haben. Aber wir sind gut beraten, auf dem Boden zu bleiben, uns Spiel zu Spiel durchzuhangeln und zu konzentrieren auf die Aufgabe, denn letztendlich die Liga ist dieses Jahr so ausgeglichen, dass man eigentlich gar keine Prognose machen kann. Nächster Gegner, Backnang, Newcomer, Aufsteiger. Was meinst du, kannst du uns einen kurzen Ausblick auf dieses Spiel geben? Ja, wir wollen natürlich unbedingt gewinnen. Wir wollen das erste Heimspiel, den ersten Heimsieg feiern. Aber wir sind natürlich auch gewarnt vom Spiel am Mittwoch, wo wir eigentlich auch davon ausgegangen sind, dass wir da den Dreier holen. Und dann hat sich eben gezeigt, wer die Chancen nicht macht, verliert das Spiel. Insofern ziehen wir die Lehren und gehen da mit Demut an die Sache ran. Aber trotzdem ganz klar, die Zielvorgabe ist natürlich Heimsieg. Jochen, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.